Aus ganzen Kürbiskernen und geschälten Walnüssen bereite ich ein Pulver aus Samen und Nüssen zu. Kaffeemühle benutzen. Je feiner das Pulver, desto besser. Weitere Einzelheiten zum Verfahren zur Herstellung von Pulver finden Sie unter dem obigen Link. Das habe ich bekommen. Ich mühle Walnüsse mit einer Kaffeemühle. Je feiner das Pulver, desto besser. Jetzt habe ich Kürbiskernpulver und Walnusspulver zubereitet. Ich gieße beide Pulver in einen Behälter und mische. Ich fühle mich wohl mit einem Behälter dieser Größe. Von der Stärke dieses Urbeck für Männer nach Abschluss der Vorbereitung. Gießen Sie Honig in Pulver und mischen. Zu diesem Zeitpunkt füge ich 2 Esslöffel Walnussöl und 2 Esslöffel Kürbiskernöl hinzu. Öle verbessern die Eigenschaften dieses Urbeck. Sie können dies jedoch nicht tun, sondern 4 Esslöffel Wasser hinzufügen. Kürbiskerne sind ein Balsam für die Prostata. Männer, die regelmäßig Kürbiskerne verwenden, sind vor gewaltigen männlichen Krankheiten geschützt. Eine Walnuss ist eines der stärksten natürlichen Heilmittel. Und der regelmäßige Gebrauch erhöht und stellt das Potenzial eines Mannes wieder her. Wie nehme ich? Es wird normalerweise empfohlen, eine Stunde vor den Mahlzeiten oder 2 Stunden nach dem Essen zu essen. Ich esse nach einer Mahlzeit, wie eine Süße, 1 bis 2 Teelöffel. Achten Sie darauf, dass Kürbiskernöl und Walnussöl die Wirkung des Verzehrs verstärken.